Wie schwierig ist es denn? Sie haben gesagt, es gibt natürlich das Gespräch, das ärztliche, die Anamnese, es gibt die verschiedenen bildgebenden Methoden, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, um eine wirkliche Bestätigung zu bekommen, braucht man dann am Ende eine Bauchspiegelung. Das heißt, das ist ja dann doch ein Eingriff. Das heißt, das muss man auch gut überlegen. Das macht man nicht so nebenbei bei einer kurzen Untersuchung, sondern das ist ja wirklich ein Ding, das überlegt werden muss. Das heißt, liegt es auch daran, dass vielleicht die ein oder andere jahrelang nicht zu einer richtigen Diagnose kommt? Das ist absolut richtig. Es gibt österreichische Untersuchungen, die haben bewiesen, dass es im Schnitt ungefähr 11 Jahre dauert, vom Beginn der Symptome bis zur Diagnose. Jetzt hat es natürlich damit zu tun, dass ein Mädchen mit 14, 15, 16 Jahren, wenn da sehr schmerzhafte Menstruationsblutungen auftreten, dann wird oft richtigerweise die Pille, die Antibabypille verschrieben. Und dann gehen diese Beschwerden zurück. Dann läuft es ganz gut, die Patientin ist zufrieden und dann kommt irgendwann einmal der Wunsch, Familienplanung, das erste Kind, dann wird die Pille abgesetzt, das ist dann Jahre später und dann kommen die Schmerzen wieder. Und dann ist es richtig, also der Beweis ist letztlich praktisch fast immer ausschließlich mit einer Bauchspiegelung zu führen. Und das brauchst du aber. Das ist nicht nur ein diagnostischer Eingriff, sondern auch ein therapeutischer. Es ist so diese Knopflochchirurgie, nicht also minimalinvasiv. Man schaut mit einer Optik in den Bauchraum beim Nabel hinein, sieht diese bräunlichen, bläulichen Herde. Und nicht nur, dass man sie sieht, man kann sie auch gleich entfernen. Das ist in der Regel ein Eingriff von ungefähr einer Stunde, 3 Tage Spitalsaufenthalt, zwei Wochen Krankenstand und dann ist die Diagnose klar und auch schon eine deutliche Schmerzlinderung damit zu erwirken. So, vielen Dank.